seine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht, Amen. Du und meine Seele und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält und niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Liebe Schwestern und Brüder, Heilung ist ein weit gefächertes Thema. Heilung in der Medizin, Heilung von seelischen Problemen, von körperlichen Gebrechen. Für alles sind Ärzte und Ärztinnen da. Aber heute geht es um die heilenden Hände Gottes und unseres Herrn Jesus Christus. Wir wissen von ihm, dass er Blinde sehend machte, Taube zum Hören brachte und Lahme gehend machte. Davon wollen wir heute in diesem Gottesdienst hören und lernen. Wir singen miteinander das erste Lied. Es ist die Nummer 272, ich lobe meinen Gott. Nummer 272. Yeah.
Psalm 147. Halleluja, lobet den Herrn. Denn unseren Gott loben, das ist ein köstlich Ding. Ihn loben ist lieblich und schön. Der Herr baut Jerusalem auf und bringt zusammen die Verstreuten Israels. Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, und verbindet ihre Wunden. Er zählt die Sterne und nennt sie alle mit Namen. Unser Herr ist groß und von großer Kraft, und unbegreiflich ist, wie er regiert. Der Herr richtet die Elenden auf und stößt die Gottlosen zu Boden. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Amen. Kommt, lasst uns anbeten. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da. Lieber Vater, durch Jesus Christus, uns alle dürstet nach Heilung. Es dürstet uns nach Heilung der Schöpfung. Es dürstet uns nach Heilung der politischen Verhältnisse. Und vor allen Dingen dürstet uns im Moment nach Heilung vom Virus. Wir kommen zu dir mit all unseren offenen Fragen, auf die wir oftmals keine Antwort wissen. Wir bitten dich, nimm von uns alle Selbstgerechtigkeit, die uns meinen lässt, alles alleine lösen zu können. Mache du uns frei von dem Druck, alles beweisen zu müssen. Geh du mit uns den Weg, den du uns vorausgezeichnet hast. Sei du unser guter Hirte. Und vergib uns alles, was uns von dir trennt. Herr, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Christi, erbarme dich. Herr Gott, erbarme dich. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem soll ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen, gibt unserem Gott die Ehre. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen. Herr Jesus Christus, du bist die heilende Kraft. Du hast uns durch die Sendung des Heiligen Geistes Heilung zugesagt. Ja, mach uns heute Morgen in diesem Gottesdienst heil an Leib und Seele. Lass uns spüren, dass du deine Hände auf uns legst. Ja, und alles von uns nimmst, was uns in irgendeiner Weise daran hindert, dir die Ehre zu geben. Dies bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Lesung steht im Alten Testament, Jesaja Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Nur noch ganz kurze Zeit, dann verwandelt sich der abgeholzte Libanon in einen Obstgarten. Und der Obstgarten wird zu einem wahren Wald. Dann werden selbst Taube hören, was aus dem Buch vorgelesen wird, und die Blinden kommen aus ihrer Nacht hervor und können sehen. Für die Geringen wird der Herr
eine Quelle stetig wachsender Freude sein und die stets Benachteiligten werden jubeln über den heiligen Gott Israels. Dann ist es aus mit den Unterdrückern und den frechen Spöttern. Ausgerottet werden alle, die Böses im Schilde führen, alle, die andere zu Unrecht beschuldigen, die einen Richter daran hindern, Recht zu sprechen und den, der Recht sucht, mit haltlosen Begründungen abweisen. Darum sagt der Herr, der Abraham gerettet hat, zu den Nachkommen Jakobs: Israel soll nicht länger enttäuscht werden und sich schämen müssen. Wenn ihr seht, was ich in eurer Mitte tun werde, dann werdet ihr mich ehren, mich, den heiligen Gott Jakobs. Ihr werdet alles tun, um mir, dem Gott Israels, nicht zu missfallen. Dann kommen die, die ihren klaren Kopf verloren haben, wieder zur Einsicht und die Aufsässigen nehmen Vernunft an. Halleluja! Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Halleluja! 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 Wir haben Gottes Wort gehört. Und so wollen wir, wie die Menschen schon in alter Zeit getan haben, antworten mit dem Bekenntnis unseres christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen das nächste Lied miteinander singen. Das ist die Nummer 664. Wir strecken uns nach dir. Nummer 664.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Evangelium steht heute im Markus-Evangelium, Kapitel 7, die Verse 31 bis 37. Aus der Gegend von Tyrus zog Jesus über Sidon zum See von Genezareth, von Galiläa, mitten ans Gebiet der 10 Städte. Dort fragte man einen Taubstummen zu. Dort brachte man einen Taubstummen zu ihm, mit der Bitte, ihm die Hände aufzulegen. Jesus führte ihn ein Stück von der Menge fort und legte seine Finger in die Ohren des Kranken. Dann berührte er dessen Zunge mit Speichel. Er blickte zum Himmel empor, stieß einen Seufzer aus und sagte zu dem Mann: Ephata, das heißt, öffne dich. Im selben Augenblick konnte der Mann hören, auch seine Zunge löste sich und er konnte richtig sprechen. Jesus verbot den Anwesenden, es irgendjemand weiterzusagen, aber je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es bekannt. Die Leute waren ganz außer sich und sagten: Wie gut ist alles, was er gemacht hat. Den Gehörlosen gibt er das Gehör und den Stummen die Sprache. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Liebe Schwestern und Brüder, wäre das nicht schön? Wir haben eine Krankheit. Die Welt hat eine Krankheit. Wir bitten darum. Jesus legt die Hände auf oder schreibt in den Sand oder bittet den himmlischen Vater, so würde alles geheilt. Mal ehrlich, sehnen wir uns nicht alle danach, gerade in so einer Zeit wie dieser? Wir haben mit einem Virus zu kämpfen, von dem wir immer noch nicht viel wissen, von dem einige meinen, alles zu wissen, andere ratlos davorstehen. Ja, diese Geschichte spaltet unsere Welt. Wie kann eine solche Spaltung geheilt werden? Durch gute Ratschläge, durch immer neue Studien, ja, durch Ärzte und Ärztinnen, durch Pfleger und Pflegerinnen. Alle tun das, was in ihrer Macht steht. Andere verwerfen dies. Und wir wundern uns, dass wir nach Heilung dürsten. Oftmals übersehen wir Krankheiten anderer. Ich rede ja gar nicht so sehr von körperlichen Gebrechen, die ja auffallen und ja, an denen sich sogar andere weiden. Wir haben gestern gerade im Winnetou-Hörbuch gehört, dass sich einer der Arbeiter über den weißen Vater Klekki Petra wegen seiner sogenannten mickrigen Erscheinung lustig machte. Dabei
ist diese Erscheinung und dieses körperliche Bild auf das Leben dieses Mannes zurückzuführen. Dann wird sich darüber lustig gemacht. Ja, wir dürsten nach Heilung. Wir dürsten so danach, dass wir vielfach übersehen, wo wir ganz persönlich Heilung geben können. Da ist auch von Zivilcourage die Rede. Wenn wir wegsehen, wo jemand gemobbt wird oder wo jemandem Gewalt angetan wird, so entziehen wir ihm die Möglichkeit, Heilung zu geben. Heilung am Körper. Schlimmer noch sieht es bei vielen Menschen mit den seelischen Krankheiten aus, mit dem Leiden der Seele. Wie viele Menschen haben seelische Leiden, denen man es nicht ansieht? Wie es da drin aussieht, geht niemand etwas an, heißt es in einer bekannten Operette von Franz Leha. Ist das wirklich so? Geht wirklich niemanden etwas an, wie es in einem Menschen aussieht? Ich denke, darüber scheiden sich die Geister. Viele merken gar nicht, wie sehr sie seelisch erkrankt sind. Die anderen wollen es nicht merken, weil sie vor anderen Menschen stark dastehen müssen und den Druck aushalten müssen und wollen, den sie tagtäglich ausgeliefert sind. Daran zerbrechen viele Menschen. Wie viele Jugendliche haben im jungen Alter schon mit seelischen Gebrechen zu tun? Eine Folge der Zeit, könnte man sagen. Nein, könnte man nicht nur sagen, kann man sagen. Mitten in diese Zeit hinein spricht der Prophet schon davon, wie wir eben in der Lesung gehört haben, Blinde sehen, Lahme gehen, Taube hören. Wie ist das zu verstehen? Wir wissen, dass Jesus wirkliche Heilungen vollbracht hat. Ja, wo es wirklich um Gesundung ging, des Körpers, aber auch des Geistes. Wenn Jesus Dämonen austrieb, so waren sie wirklich für immer verschwunden. Ich sagte zu Anfang, ja, danach sehnen wir uns, dass wir erleben dürften, was die Jünger und die Zeitgenossen Jesu leibhaftig erlebt haben. Und Jesus tut auch heute noch heilende Wunder. Wie oft haben wir von Todkranken gehört, die, ich hatte es in einer früheren Predigt schon mal angedeutet, reanimiert wurden und ja nicht mehr zurückkehren wollten, da sie wirklich die Begegnung mit Jesus hatten, der sie heilte und ihnen zu verstehen gab, dass sie in die Welt zurückkehren müssten, weil sie hier noch Aufgaben hätten. Nicht viele von ihnen sind zu fröhlichen Verkündiger und Verkündigerinnen und Lobpreisern geworden. Nicht selten hören wir davon. Aber auch nicht jede Heilung, um die wir bitten, geschieht tatsächlich.
Oftmals ist es so, dass junge Menschen sterben müssen und wir können es nicht begreifen und nicht fassen. Da wir hier wieder einmal an die Grenzen des Begreifbaren stoßen. Und weil wir Gott nicht die Möglichkeit lassen, zu tun, was er für richtig hält, wenn ärztliches Schaffen an seine Grenzen stößt. Wie kann Heilung aussehen? Sehende, Blinde werden sehend. Natürlich, wir haben oft darüber gesprochen, Heidi und ich. Natürlich möchte Heidi gerne wieder richtig sehen können. Und auch ich würde mich nicht darüber beklagen, wenn sich die Sehkraft verbessern würde. Aber geht es immer nur um körperliche Heilung? Geht es nicht vielmehr darum, zu sehen, zu hören und zu gehen? Was zu sehen, was zu hören und wohin zu gehen? Zu sehen, wie Jesus sieht. Zu lernen, mit den Augen zu schauen, mit denen Jesus in diese Welt schaute und schaut. Auf die Worte Jesu zu hören und sie zu verstehen. Sich aufzumachen, zu Jesus zu gehen und vor allen Dingen mit ihm zu gehen. Auch das kann Heilung heißen. Wie oft stehen wir vor einer Situation, die wir nicht einordnen können. Man ist starr vor Schrecken, heißt es. Ja, es ist wirklich so, dass wir manchmal einfach keine Worte finden, manche Dinge nicht sehen wollen, weil wir sie nicht begreifen können und wirklich starr vor Schrecken sind, was eine Situation ausmachte, die wir nicht fassen können und in dem Moment auch nicht fassen wollen. Aber genau das ist das, was Jesus auch unter Heilung versteht. Dass er uns frei macht, zu sehen, zu hören und zu gehen. Dass er uns auch von seelischen Gebrechen erlösen möchte. Durch sich selbst, durch seine heilen Hände, aber auch durch Menschen, die es gelernt haben. Ich habe schon öfter von der wunderbaren Missionarin Maria Prem erzählt, die wir in Israel kennenlernen durften und die diese Woche in Bibel TV ein Interview gegeben hat. Wir durften in zweien ihrer Heilungsseminare anwesend sein. Und hier durften wir erfahren, wie sehr Maria mit dem Heiligen Geist erfüllt war und ist. Wenn Maria den Mund auftut, ist das Heilung pur. Und sie hat in dem Interview gesagt, wenn ich mich nicht Jesus vollkommen in die Hände geben kann, dann kann ich weder verkündigen noch guten Gewissens den Menschen die Hand auflegen. Ja, es gibt solche wirklich Ausnahme, Menschen, die von Gott gesegnet wurden um Heilung, auch körperlich und seelisch durch bloßes Handauflegen zu geben. Wenn man das einmal erlebt hat, glaubt man daran. Es gibt aber auch viele, die sich dieses zu eigen machen
und Scharlatan damit treiben, das wissen wir auch. Wenn wir um Heilung bitten, kann das manchmal auch heißen, dass Jesus sich entscheidet, holt er einen Menschen, dem es schlecht geht, gesund ins Leben zurück? Oder steht da die Gegenseite im Weg, die das nicht zulässt? Denn das Böse ist ja schließlich auch in der Welt, auch wenn daran vielfach gezweifelt wird. Oder nimmt Jesus diesen Menschen zu sich, weil es für ihn besser ist? Auch hier stoßen wir oft an unsere Grenzen, weil wir mit unserem kleinen Verstand dieses nicht begreifen können. Wenn wir Jesus um Heilung bitten, müssen wir ihn auch darum bitten, Dinge zuzulassen, die wir oftmals nicht begreifen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir um Heilung bitten, dann müssen wir damit rechnen, dass es oftmals anders verläuft, wie wir uns dieses wünschen. Aber wir stellen oft im Nachhinein fest, dass es besser so war. Aber wir dürfen auch daran glauben, dass Jesus auch heute noch wirklich sichtbare Heilung schenkt an Leib und Seele. Wenn er dies für richtig hält, dann kann auch dieses geschehen, wenn es auch die Ausnahme ist. Jesus ist die heilende Hand Gottes. Und wie immer auch Heilung aussehen mag, wenn wir daran festhalten, dass es Jesus möglich ist, wie auch immer zu heilen, dann können wir Heilung erfahren. Aus Jesu unbeugsamer Gnade, aus Jesu immerwährender Liebe zu uns Menschen, aus seiner Vergebung heraus und aus seiner Hand, in der wir gut aufgehoben sind und in die wir fallen können, wenn es uns schlecht geht. Denn tiefer als in Gottes heilende Hände können wir nicht fallen. Amen. Und der Friede Gottes, der so viel höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen das nächste Lied. Das ist die Nummer 648. Die Strophen 1 und 3. Wir haben Gottes Spuren festgestellt. Nummer 648, 1 und 3. Festgestellt auf unserem Menschenstraße.
Schwestern und Brüder, es ist Folgendes bekannt zu geben. Unser nächster Gottesdienst findet am kommenden Mittwoch statt. Da geht es dann weiter mit der Bergpredigt. Wir bitten darum, dass ihr für unsere Tochter Elisa und ihre Freundin Leni, die am kommenden Sonntag, jetzt an diesem Sonntag, konfirmiert werden, unterstützt sie im Gebet und seid in Gedanken bei ihnen. Und das auch bei allen anderen Konfirmandinnen und Konfirmanden, die an diesem Wochenende ihren Segen empfangen. Wir danken euch, dass ihr uns die Treue haltet und weisen darauf hin, dass ihr uns Liedwünsche, Glaubenszeugnis oder auch Gebetsanliegen schicken könnt oder uns einfach anruft oder anschreibt, wenn euch etwas auf dem Herzen liegt, was genauso für alle eure Kirchengemeinden gilt, die euch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Auch auf die Online-Kollekte möchte ich nochmal hinweisen. Wir wollen miteinander Fürbitte halten. Lieber Vater, durch Jesus Christus, uns alle dürstet nach Heilung. Uns dürstet danach, von Gebrechen geheilt zu werden. Ja, gib, dass wir erkennen, dass Heilung verschiedenfach aussehen kann und dass wir uns in deine heilenden Hände fallen lassen können. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ja, wir bitten dich für alle, die in der Medizin tätig sind. Ja, führe du sie an deiner rechten Hand. Gib ihnen die Möglichkeiten, die du für sie bereithältst, ja, dass sie heilen können, wo Heilung notwendig ist. Und bewahre sie davor zu zerbrechen, wenn eine Heilung nicht so ausfallen kann, wie es geplant war oder wie sie es gerne möchten. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ja, wir bitten dich für alle Politiker und Politikerinnen. Gib auch ihnen Heilung an Geist und Seele. Gib ihnen Heilung davon, dass Ideen, die andere haben, nur deshalb verworfen werden, weil es nicht die eigenen sind. Ja, zeige ihnen, dass auch über Parteigrenzen hinweg Zusammenarbeit möglich sein kann und ist. Zeige ihnen, dass sie nicht alleine sind. Ja, dass du ihnen auch helfen willst, die rechten Wege zu finden. Gerade jetzt aus dieser Krise. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Ja, wir bitten dich für alle Unternehmer. Heile sie davon, Arbeitnehmer unter Leistungsdruck zu setzen, nur dass der eigene Profit stimmt. Gib ihnen Ideen, wie Arbeitsverhältnisse wieder erträglicher sein können und den Menschen, die arbeiten, auch wieder Freude an ihrer Arbeit zurückgeben können. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Wir bitten dich für deine Kirche. Heile sie vor Selbstgerechtigkeit und Lehren, die nicht die deinen sind. Ergib,
dass die Kirche davon erzählt, wie Heilung bei dir aussehen kann. Ja, gib, dass sie wirklich den Mund auftut, wo es nötig ist. Und führe sie durch die Zeit mit deinem Erbarmen, deiner Gnade und deinem Segen. Herr, in der Stille beten wir weiter für uns selbst, ja, wo wir Heilung erfahren möchten, wo wir Heilung erfahren können und wo du Heilung geben kannst. Ja, Herr Jesus, du bist barmherzig, geduldig und von großer Güte. Du hast uns zu deinen Kindern gemacht. Gib, dass wir dessen würdig sind, wenn wir jetzt zu dir beten, wie du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Schlusslied. Das ist die Nummer 675. Segne und behüte uns. 575. Entschuldigung, 575. Also Lied Nummer 575. Gesundheit, dass ihr von eurer Krankheit geheilt werdet und bleibt gesund. So geht in diesen Sonntag mit dem Segen des Herrn und das auch in die neue Woche. Segne und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, Herr. Erhebe du dein Angesicht auf uns und schenke uns und der Welt deinen Frieden. Amen, Amen, Amen. Als Nachspiel hören wir, du großer Gott, die Strophen 1 bis 3. Wenn ich auf alle jene Wege
Wie groß bist du, dann jauchzt mein Herz.